Mit einem bezaubernden Papa-Tochter-Foto und einem liebevollen Kommentar gedenkt Schauspielerin Anna-Maria Mühe, 32, solo für Weiß, auf Instagram ihres verstorbenen Vaters, des vielfach ausgezeichneten Schauspielers Ulrich Mühe, 1953 bis 2007. Seit 11 Jahren heute. Ich vermisse dich. Ich hab so viel von dir, innen wie außen, schreibt sie zu einem Schwarz-Weiß-Bild, auf dem ihr Vater sein kleines Anna-Baby im Arm hält. Schauspielkollegen teilen das schwarze Herz. Viele Schauspielkollegen greifen das schwarze Herz auf, mit dem Anna-Maria Mühe ihren Post schließt und Postlang es ebenfalls. Darunter Anna Loos, Alice Dreher, Nicolette Trebitz, Edin Hasanovic, Minh Kai Fanti, Clemens Schick, Sibyl Kekilli und viele mehr. Sein letzter öffentlicher Auftritt. Bei der Oscarverleihung im Februar 2007, bei der das DDR-Drama »Das Leben der Anderen« von Florian Henkel von Donnersmarck, 45, mit dem Goldjungen ausgezeichnet wurde, absolvierte Ulrich Mühe seinen letzten öffentlichen Auftritt. Die Krebsdiagnose hatte der in Grimma, Sachsen, geborene Künstler da bereits und die Behandlung lief. Am 22. Juli erlag er dennoch der Krankheit in seinem Haus in Baalbek, Sachsen-Anhalt. Nur wenige Tage zuvor hatte er in einem Zeitungsinterview bestätigt, dass er an Magenkrebs litt. Ulrich Mühe hinterließ neben seiner Tochter Anna-Maria Mühe, die aus seiner zweiten Ehe, 1984 bis 1990, mit Schauspielkollegin Jenny Gröllmann, 1947 bis 2006, stammt, noch zwei Söhne aus erster Ehe mit ihr. Dramaturgin Annegret Hahn, 67.